Ja! Ja, scheiß die Wand an! Aus dem Nebel in München, in der Allianz Arena, begrüßen euch heute Martin und Pachuco zu einer neuen Folge von FIFA 16 hier auf Totinats. Ja, Pachuco aus dem Channel Pachuco hier. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier auf dem Kanal von Martin auf Total Nuts sein darf. Ich weiß ja nicht, wie genau ihr schon Total Nuts verfolgt, aber wir kennen uns aus der Gamescom zum Beispiel und anderen FIFA-Videos. Unbedingt auschecken, der Martin hat das alles immer ganz gut und brav verlinkt. Und jetzt geht's ans Spiel. Wir sind auf der Road zu Division X, weil wir nicht genau wissen, wo wir hinwollen. Genau. Aber auf jeden Fall wollen wir weiter. So, und dieses Spiel stellt einen weiteren Schritt dar. Ja. Also falls ihr euch fragt, so Road to Division X, was heißt denn Division X? Es gibt ja an sich 5 Divisions für die Coop-Saison. Also wenn du alleine spielst, gibt es ja 10 und ansonsten gibt es 5. Was war jetzt? Achso, da war ein zweiter Ball im Spiel. Ich dachte mir schon, hey, wieso kann ich nicht weiterspielen? Ja, ja. Und, aber da wir nicht wissen, wo wir hinwollen, weil wir auch nicht wissen, wie wir vom Skill so drauf sind, im Gegensatz zu anderen Leuten, haben wir einfach mal gesagt, wir lassen das offen und spielen einfach mal zu der Division, wo wir halt am Ende rauskommen. Und das ist halt die Division X. Ja, abseits, ja, ja. Leider. Leider. Da musste mein Kopf erst noch den Satz zu Ende führen, bevor er den Pass ausführt. Ja, ja, ich weiß schon. Es ist teilweise auch gar nicht so einfach, gleichzeitig zu reden und zu zocken. Ja. Das ist nämlich so dieser Punkt. Klare Abseitssituation. Und Thiago. Oh, den hat er antizipiert, ja. Ja, der hat schon geschnallt, was wir vorhaben. Das ist halt ein bisschen dann ärgerlich. Ja, und das ist halt gerade einfach generell scheiße, was hier gerade passiert. Also sowas, das ist immer so Müll, wenn du irgendwo passt und das wird dann so last minute irgendwo abgefangen. Oh, schön. Naja, der kommt leider nicht ganz an. Ja, ich hab's geahnt, der Verteidiger war schon da. Ja, schön. Das Zusammenspiel war gut. Ja, weil damit rechnet man immer am wenigsten. Das habe ich schon gemerkt beim Online-Spiel gegen andere. Dass die auch mal zusammenspielen. Es ist halt nicht logisch, das zu machen. Man muss ja sozusagen anti-Mr. Spock agieren. Boah! Das war Alter, mein Controller hat vibriert. Das kann nicht sein. Ich glaube aber, es war beigespielt. Also ich glaube tatsächlich, dass fair war, auch wenn es sehr, sehr hart aussah. Also man nee, es war überhaupt nicht fair. Mein Controller hat vibriert. So, Pachuco, ja, das war dein Ball. Ich habe nur gewartet, dass er den... Ja, nee, nee, ich habe nur darauf gewartet, dass er den Ball berührt, weil dann darf der Torwart ihn aufnehmen. So. Oh Mann. So, den kannst du jetzt direkt weiterspielen. Und boom, Schakalaka. Genau. Jawollo, jetzt auf geht's. Martin, der gehört uns, den machen wir. Das ist das erste... Oh, Mist. Ja, aber den zweiten Ball, den sollten wir haben. Oder auch nicht. Ja, irgendwie stehen die Spieler saukomisch dafür. Ja, den hast du. Easy. Es ergibt schon wieder keinen Sinn. Oh. Ja, okay, das war jetzt mal so eine leicht gelbe Karte. Er hat ihn nicht berührt. Nee. Leicht gelbe Karte. Oh, komm, Entschuldigung, er hat ihn nicht mal berührt. Da gibt es Gelb für Jerome. Also der Schiri übertreibt, okay. Entschuldigung, aber nee, das ist viel zu viel. Ja, sonst muss er wegen jedem Scheiß gelb geben in diesem Spiel, wenn er dafür gelb gibt. Jerome Boateng jetzt vorbelastet für 70 Minuten, aber kein Problem. Er ist auch nicht drin, war ein guter Freistoß, aber keine Gefahr. Das war, keine Ahnung. Meine Oma macht den gefährlicher. Das will ich sehen. Ja, die lebt noch nicht immer mehr und macht ihn trotzdem gefährlicher, ja. Suarez. Boateng. Ja, passt, Hammer. Oh, komm. Ja, okay. Oder so. Bevor er Risiko geht, boah, neuer hier. Technisches Fußball. Racer, irgendwie machen wir ganz gerade komische... Oh, nee, warte. Oh nein, ich hab nicht so lange gedrückt. Scheiße, ja, du warst im Abseits. Ärgerlich. Ja, das war so intuitiv, das jetzt zu machen. Es tut mir leid. Ja, aber es war klar, dass es Abseits war. Kannst verstehen. Ja, natürlich, ich hab nämlich extra gesagt, warte, und damit ich aus einer Abseits rauslaufen kann. Aber okay, alles gut. Und jetzt Lewandowski. Mann. Er ist ein bisschen eng. Vielleicht müssen wir es ein bisschen breiter machen. Ja, glaube auch. Weil in der Mitte sind die ziemlich kompakt eigentlich. Das stimmt. Oh, technisches Kabinettstückchen hier. Gutes Zuspiel auf Lewandowski. Oh, komm. Ja, okay, vielleicht ja, macht er irgendwie Müll. Ding vielleicht macht er irgendwie Müll. Nee. Oh, jetzt, Lewandowski. Ja, ja. Ja, scheiß die Wand an.
Pachuco den machen wir tatsächlich noch aus irgendeinem blöden, keine Ahnung was, aber es war auf jeden Fall geil. Boah, scheiße verteidigt. Es hat sich geil angefühlt. Das nehmen wir mit. Ja, manchmal muss man auch solche Tore machen, finde ich. Und in der 29. Minute Tor für den FC Bayern München durch unsere Nummer 9, Robert Lewandowski. Robert. Lewandowski. Robert. Lewandowski. Neuer Spielstand. Ja, jetzt mal noch den Spielstand, genau. 1. FC Barcelona. Jetzt nehmen wir am Ball. Danke. Bitte. Oh, scheiße, jetzt. Warte. Oh, ja gut, das hätte uns jetzt alles versaut, die ganze Show, die wir gerade abziehen. Ja, meine spontane Improvisation. Ja, aber gerade, was ihr da mitbekommen habt, ist die wahre Stimmung im Stadion beim FCB, ne? Ja. Das hat der Martin hier gerade realistisch. Boah, Martin, das ist so hart unser... Boah, wow, der war noch drin. Ich hab gehofft, du kriegst ihn noch, ja, ja. Ja, aber es ist trotzdem unser Einwurf. Rafinha. Bin? Lahm. Das Tor überlässt Philipp Lahm gerne anderen, aber trotzdem, es gibt ein paar Treffer von ihm. Ist an uns vorbei. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr schon einer der vorigen Episoden geschaut habt, ich glaube in der zweiten habe ich es erzählt, ich bin der FC Bayern-Fan, deswegen kenne ich natürlich auch die Ansage beim Torjubel. Mache ich eigentlich. Und ich bin halt auch aus München und kenne deswegen... Schön, schön verteidigt. Genau, so muss man das verteidigen. Jawohl. Ja. So muss das. Das war echt schön. Ja, und ich kenne das halt, weil ich auch oft in die Allianz Arena gehe, zumindest immer um Schalke zu gucken. Was hat Lewandowski da gemacht? Und da höre ich das auch oft, dass der Lewandowski ein Tor schießt. Deswegen kann ich diese Sachen auch. Ja. Ach, da habe ich ein bisschen gepennt eigentlich. Ah, das war schön. Oh, und wie? Und wie? Und wie? Nein! Oh, warum diese Grätsche da? Diese Grätsche war es halt. Das war gerade so ein Tick zu langsam, dieser Pass. Schade. Mann, selber, weil ich stehe hart im Abseits. Oh. Ich dachte, der geht rein. Richtig knappe. Ja. Schade. Also Martin, gerade haben wir ein bisschen Lauf. Keine Ahnung. Wir haben echt einen Lauf, aber das gefällt mir, was wir gerade spielen. Das ist echt gut. Ich meine, man muss auch sagen, der härteste ist der Gegner jetzt auch nicht. Nee, aber... der hat mir echt bessere. Ja. Boah, jetzt. Schöne Flanke. Ah, aber verteidigen, das können sie dann schon. Okay, aber verteidigen können sie dann schon irgendwie, ne? Ich weiß nicht, ob das Glück bei denen ist oder können, aber. Der müsste eigentlich ganz gut kommen. Ja, und wie gut der kommt. Oh. Auf der Linie. Warte, ich mach einen kurz. Na, schade. Ah. Ey, das ist natürlich. Das wollte ich so eigentlich gar nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich im Zweikampf gehe. Ja, der hatte da die 100%ige. Ja, aber der Kopfball war, also die Ecke war super. Ich konnte einen super Kopfball reinhauen. Ja, ich habe schon gemerkt, dass der gut kommt. Also das merke ich schon immer beim Tasten, ob der was wird oder nicht. Javi Martinez jetzt. Hat er irgendwie an dich übergeben, warum auch immer. Oh, okay, alles gut. Hau mal weg und ab dafür. Ja, es müsste gleich Halbzeit sein. Nee, das ist allein schon an den Kommentaren merkt man, wie das gerade zwischen Martin und mir mega eingespielt ist hier. Hat nur einen Torschuss, echt? Was? Ja, keiner davon ging aufs Tor. Ja? Wir hatten nur einen und der war drin. Die anderen gingen halt nicht rein. Ballbesitz auch aus. Komisch eigentlich. So, irgendwie kam es mir wie mehr vor, ja? Ja gut, 9 Kämpfe, 9 zu 2 für die halt, weil sie halt in der Verteidigung gut stehen und so. Aber so die Statistik wundert mich jetzt erst ein bisschen, weil ich schon dachte, dass wir da mehr Dominanz haben. Aber okay. Nach der ersten Hälfte führt ja, aber Statistik gewinnt kein Fußballspiel. Das wissen wir ja durch Frank Beckenbauer. Das erwähnt er ja oft genug. Richtig. Oh, den hat er antizipiert. Das weiß man vor allem besonders dann, weil der Beckenbauer ist ja eigentlich ein Kollege vom Madin. Ja, stimmt indirekt. Oh, boah. Boah, Fuß rastet aus und das war abseits. Kein Elfmeter, nicht dass ihr euch wundert. Der Torschütze Philipp Lahm hat hier keinen vorgegangen. Das wäre lächerlich gewesen, hier irgendwo einen Elfmeter zu sehen. Ja gut, bei FIFA weiß man nie. Ja, bei FIFA weiß man es nie, ne? Das stimmt. Oh, und jetzt Mitte, okay. Ja, und da musste ich jetzt warten, weil ich im Abseits stand. Das darf nicht wahr sein. Ich habe es ein bisschen geahnt, aber ich musste zu dir abspielen, weil du standst halt so gut. Ich musste es versuchen. Ja. Der FC Bayern wieder am Ball. Ja, müsste eigentlich unser sein. Aber für uns, okay. Ja, müsste unser sein. Ja, ist auch unser. So, mach hin. Schau, was sich am besten anbietet.
sich gerade niemand an. Ja, okay. Ja, vielleicht können wir da irgendwie... Ah, ich dachte schon, vielleicht kriege ich den noch, aber... Ah, dann hat er gut geführt, den Zweikampf. Oh, nee! Okay, Martin, ich nehme den in der Mitte. Ich schaue, dass ich ihn... Ja, gut, genau so, Martin. Genau so verteidigt man das. Das war super. Ja, hauen lieber erstmal weg. Ohne Scheiß. Schau mal, ja, genau, jetzt haben wir so mega Ruhe. Zeit. Wir belagern sogar eher die an, ihre, an ihrem Strafraum fast. Eben, und so können wir die jetzt angreifen. Ah, pass dich immer, wenn du versuchst, einen Zweikampf zu machen und dann am Ball vorbeiläufst. Oh, das ist so ätzend. Ja, jetzt komm. Also irgendwann muss er auch mal weggehen. Mal den, ja. Ja, genau, das weiß ich. Also. Können wir den mal behalten, den Ball vielleicht oder boah, so? Nach faul, faul, faul. Boah, Schiri, ja genau. Aber jetzt musst du auch hingehen und für mich ist es halt halb rot. Die schimmert mindestens orange. Das war jetzt nicht so fein. Diese Karte hier jetzt. Gelb? Okay. Nur gelb. Gegen Busquets. Also, Schiri, ich glaube, du spinnst. Ja, aber das war schon ziemlich harsch. Das war... Die Polizei hat mich wegen sowas schon mal eingesperrt, ne? Ja. Schöne Umschreibung. Lewandowski. Oh! Oh, der war wichtig Leber, und gut. Martin, den machst du jetzt, komm. Den soll ich machen? Okay, warte. Ja, den bringst du mir. Nee, den mach ich. Oh, ja, du kannst ihn noch machen. Den mach ich schon. Gut gesehen, das war Abseits. Oh, das ist Abseits. Mist. Oh, schade. Abseits. Das war so nicht geplant. Ja, man, da war der Boy im Offside, gell. Boy. Der Boy war im Offside. Oh, den wollte ich eigentlich so nicht, aber der passt. Macht das der keinen Abseits? Nein! Ah, Mist! Der wäre so schön gewesen. Der wäre so schön gewesen. Nein. Den hättest du gemacht. Der war perfekt. Ja, ja, ich habe gerade abgezogen. Also der wäre auch wirklich 80% drin gewesen. Boah, was? Ja. Die Ballführung. Schade, ey. Ja, also so, die Entscheidung hätte ich jetzt langsam Bock drauf. Ja, definitiv. Oh, dann wieder den Ball vertändelt. Unfair durch ein Foul. Das ist Wahnsinn. Abseits nicht? Ja. Doch, ja. Das war's. Nee, er gibt Abseits. Okay, also noch 20 Minuten. Aber das ist gut. Ein Abseits bedeutet immer, dass man es gut verteidigt hat. Und das haben wir offenbar jetzt hier gemacht. Nee, war schon gut. Also, alles gut. Ich hau den jetzt mal weit weg, weil langsam brauchen wir hier Ruhe, Schlaf, Rekreation. Und dann ist der Ball weg. Oh nee. Der war dumm. Ja, der war jetzt mal mein Fehler. Ja, aber das passiert. Martin, wir können es uns leisten, wir führen 1-0. Ja, aber den haben wir. Oh. Und jetzt? Wieder Schweigeminute, damit wir ihn schön spielen. Ja, jetzt müssen wir ruhig sein. Pass auf Lewandowski. Ah, oh Mist, schade. Nein! Ja, ich habe gehofft, der kommt nicht so gut, dass wir den da noch hinkriegen. Ah, ärgerlich, man hadert. Abseits. Das hat der Neuer. Aber gut, Neuer ist da. Boah, was? Vielleicht faul. Oh! Wow! Er steht gut und. Nein! Hauen weg! Nein! Oh Gott! Komm, den haben wir. Oh. Alter, das will ich nicht verlieren. Boah, aber Leber, das macht er so geil gerade. Lewandowski. Ah, schade. Ah, schade. Nicht mehr, da ist der Torwart den Weg. Aber das war fein gespielt. Ja, die Idee war gut eigentlich, aber der war nicht mehr zu kriegen. Und die Fans geben jetzt nochmal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger. Okay, 2-2. Eine ganz enge Kiste. Sie liegen hinten und das heißt Messi. Nee. Gefährlich, aber der Spieler blockt. Nicht gegen Martin und mich, ja. Nee. Not also die Lewandowski gewinnt da ungefähr jeden Kopfball. Der Lewa ist brutal. Der ist echt eine Maschine davon. So, ich glaube, das musst du alleine machen. Ich komme nicht rechtzeitig. Ja, vielleicht doch. Oh, ja. Ja, ja. Boah, Elfmeter, aber hallo, den hätte ich jetzt noch machen können. Ja. Aber gut, schauen wir mal, wer von uns den Elfmeter schießen darf. Also, das war ein Elfer, ja. Also, aber ganz das ist eindeutig. Eigentlich auch das ist sogar halb sogar rot. Ja, eben. Das war eine glasklare Chance, die verhindert wurde eigentlich. Das ist eine rote. Also, okay. Martin, du machst den. Bitte hau ihn rein. Ich bin sofort da. Der Messi!
Yes, da jawohl, ist er. Der Matti macht da die Entscheidung. Und jawohl, da haben wir den perfekten Torjubel gemeinsam. Sehr schön. Also Martin, gut gemacht. Thank you. Sehr gern. Dem Druck standgehalten. Da können wir uns den nochmal... Ja, der Torwart meine Zuschauer haben gerade ein Küsschen bekommen. Deswegen, den musste ich gebührend feiern. Martin? Ja? Willst du auf Defensive stellen? Ich glaube, wir stellen auf Defensive und Konter jetzt, oder? Ja, mach ich. Muss nur einmal verteidigen. Ich habe aber oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe oft dieses Problem, dann zu verteidigen nach einem Anstoß. Boah, was passiert hier? Ja, das ist alles, komm mal. Naja. Okay, also 2-0, müssen es nur über die Zeit bringen. Jetzt spielen wir auf Konter, so. Eine Zugabe, 4 Minuten Nachspielzeit. Ah, oh, dann ist er wieder abgefecht. Oh, okay. Oh Mist, ich habe gehofft, dass passt, ich den ja. Jetzt so noch kriege durch den Zweikampf, weil der Spieler den nicht unter Kontrolle hat. Messi. Aber gut, gut, gut. Nee, passt schon, Martin. Das war gut gemacht. Oh, Rakitic hat sich verletzt. Und weg damit. Ja, wunderbar. Wunderbar, so läuft es. Und jetzt Mascherano. So weißt du, so perfekt schaut das nicht aus, was wir hier machen, aber es ist immerhin nicht scheiße, ne? Ja. Das muss man auch sagen. Weil mehr, es erfüllt den Zweck. Mehr ne? Gewollt als gekonnt, ja. Aber gut, mit dem Willen kannst du dort auch Spiele gewinnen und das haben wir soeben. So wie jetzt nochmal 2-0 und ich finde, das haben wir uns auch in dem Spiel wieder sehr verdient, ja, zu gewinnen. Definitiv verdient. Und damit würde ich sagen, wir haben es geschafft. Wir steigen auf. Wir steigen auf. Also Road to Division X läuft, Leute. Und Martin und ich sind mega auf Kurs. Definitiv. Und wenn wir noch einen Punkt holen, dann haben wir tatsächlich auch den Titel geholt in der Liga. Haben jetzt 4 Siege, 4 Niederlagen. Und das passt auf jeden Fall. Also 2 Siege jetzt auch in Folge. Hoffen wir, dass wir noch einen dritten mit dranhängen das nächste Mal. Und falls ihr wissen wollt, ob es dazu bleibt kommt. Unbedingt dran. Genau. Ja, genau. Hier unten vorbei. Könnt ihr den Martin abonnieren, unbedingt in der Videobeschreibung nachzugucken oder auf den Abonnieren-Button klicken, dann verpasst ihr einfach keins unserer Videos mehr. Richtig. Und das wäre mega cool. Außerdem, Total Nuts bietet nicht nur FIFA, sondern eine ganze Menge andere Games, die ständig gezockt werden und fast so von der Häufigkeit fast so hoch wie bei Dena. Also da kann ziemlich man schon, jeden Tag, ja. Finde ich, ja, eben. Auf jeden Fall. Und ansonsten, lohnt sich mega. Falls ihr Bock auf V-Docked habt, dann beim Pachuco vorbeischauen, der ist nämlich dafür zuständig, unten in der Beschreibung verlinkt, ja. Und auch gerade oben in der Infokarte, einfach mal draufklicken und genau, in diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns in der alten Konstellation, in der Combo, das nächste Mal wieder, wenn wir unseren 5. Sieg klar machen und bis dahin eine schöne Zeit und ciao, ciao. Adios.